Hallo, herzlich willkommen zu meiner neuen Rezension. Ich möchte euch heute einen Thriller vorstellen. Ich habe mich endlich mal wieder daran gewagt und einen gelesen. Und es geht um Leiden sollst du von Laura Wolf, erschienen im Mira Verlag. Dieses Buch hat jetzt fast ein Jahr lang auf meinem Sub gelegen. Und ich hatte es letztes Jahr auf der Love Letter Convention mit einer Widmung von der Autorin bekommen. Und habe wirklich ewig lange jetzt hinausgezögert, es zu lesen. Da jetzt aber diesen Monat die Love Letter Convention ansteht, habe ich mich dann endlich mal dazu entschlossen, das Buch zur Hand zu nehmen. Und ich frage mich, warum hast du so lange gewartet? Das ist grandios. Es geht um Marie und Daniel Zucker, ein Ehepaar. Marie ist, arbeitet beim Theater und ist nebenbei Gerichtszeichnerin. Das heißt, sie kann sich sehr gut Details und Gesichter merken. Und Daniel ist Kommissar bei der Polizei, jedoch im Moment krankgeschrieben, da er aufgrund eines Unfalls querschnittsgelähmt ist und im Rollstuhl sitzt. Ja, dann gibt es noch Ben. Ben ist der Neffe, nein, der Cousin von Marie und ein Jugendlicher, der einen Bezug zu dem Mordopfer, um das es hier geht, zu haben scheint. Gleich zu Beginn des Buches steigen wir ein in die Geschichte mit der Szene, in dem dieses Mädchen vergewaltigt und ermordet wird, und kurz darauf lernen wir dann die Charaktere kennen. Man möchte natürlich sofort wissen, wer ist dieses Mädchen, wer hat es umgebracht, warum wurde es umgebracht und was steckt jetzt dahinter. Das erfährt man natürlich nicht gleich. Das Buch hat ja so einige Seiten. Ich sage euch am Ende noch viel. Vielleicht wollt ihr das ja wissen. 396 Seiten sind es. Machen wir das gleich, sonst vergesse ich es wieder. Entschuldigt. Ja, Ben hat ein Hobby. Ben macht Geocaching und hat da im Internet eine Seite gefunden von jemandem, der halt besonderes Geocaching betreibt. Und Ben begibt sich dadurch an sehr gefahrvolle Orte und gefahrvolle Situationen. Eines Tages ist es dann wirklich so weit, dass er Maries Hilfe braucht, weil er alleine nicht mehr weiterkommt. Und sie versteht zwar nicht die Wichtigkeit erstmal, die dahinter steckt, warum muss er das jetzt unbedingt tun, aber sie hilft ihm. Marie ist das einzige Familienmitglied, dem Ben wirklich vertraut, und er nimmt sie auch mit auf die Beerdigung von Julia. Julia ist das ermordete Mädchen, und die beiden, ich überlege gerade, ob sie wirklich Julia hieß, aber ich glaube, sie hieß Julia. ja, und sie merkt auf der Beerdigung, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwie kommen ihr die Leute komisch vor und irgendwas stimmt nicht, aber sie kann es nicht richtig einschätzen. Ben benimmt sich auch komisch und sie beginnt so langsam neugierig zu werden, was steckt dahinter. Wurde dieses Mädchen ermordet oder ist es so gestorben? Denn an die Öffentlichkeit gedrungen ist bisher nur, dass sie gestorben ist. Aber sie findet halt relativ schnell nach der Beerdigung raus, dass es ein Mord war. Da Daniel ja bei der Polizei arbeitet, bittet sie ihn, da ein bisschen zu forschen und zu ermitteln. Er jedoch hat Schwierigkeiten damit, sich wieder in seinen alten Beruf zu begeben. Er kann nicht mehr Verbrecher jagen im Rollstuhl, das geht nicht, und einen Bürojob möchte er eigentlich nicht machen. Er macht sich das Leben wirklich selber schwer, Daniel kasteit sich, er versinkt in einer Depression, er gibt sich fast selber auf, was er jedoch, wenn man genauer hinschaut, eigentlich gar nicht tut, denn er kümmert sich noch um sich selbst und er versucht auch noch für Marie so gut wie möglich da zu sein, aber da er sich nicht mehr als vollwertiger Mann fühlt und auch nicht mehr als vollwertiger Polizist, macht es ihm das Leben natürlich nicht so leicht. Was auch ein schöner Bezug zu dem Zitat ist, was ganz vorne auf der ersten Seite vor der Geschichte zu finden ist, und zwar: Sterben ist einfach, Leben dagegen schwer. Das ist das Motto dieses Buches. Und das ist ein sehr wichtiger Kern der Geschichte, denn Marie und Daniel sind nicht einfach nur Ermittler, die in einem Fall ermitteln, sondern sie sind auch ein Ehepaar. Das ist erstmal eine ungewöhnliche Konstellation für einen Thriller, und wir haben einen querschnittsgelähmten Mann, der sich nicht mehr vollwertig fühlt, der sich nicht mehr als vollwertiger Mann seiner Frau gegenüber fühlt, weil er denkt, sie könnte was Besseres haben, sie hat was Besseres verdient. Ein Mann, der ihr alles geben kann, was ein Mann einer Frau geben sollte. Und sie, die wirklich mit allen Mitteln um seine Liebe kämpft und versucht, ihm auf ihre subtile Art und Weise zu beweisen, dass er für sie immer noch der Mann ist, den sie liebt, und sie möchte keinen anderen. Dieser Hintergrund der beiden, dass sie im Prinzip auch einen emotionalen Hintergrund haben, eine Geschichte haben, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir haben also nicht nur irgendein Ermittler-Duo, was zusammen einen Fall löst, sondern wir haben auch Persönlichkeiten in dieser Geschichte. Und die Spannung in dem Buch steigt von Seite zu Seite. Es gibt so viele Dinge, die vorfallen. Es gibt so viele
Sachen, die passieren, Anschläge, die passieren, Morde, die passieren, Leichenfunde, eklige Dinge, Beschreibungen, Blut, Mord und Totschlag. Wer sowas mag, der ist hier genau richtig. Ich kann natürlich jetzt von der Handlung nicht zu viel erzählen. Der Thriller lebt ja von der Spannung. Wenn ich euch die wegnehme, dann habt ihr nachher keinen Bock mehr auf das Buch. Aber der Aspekt, dass die beiden Hauptcharaktere so eine Beziehung zueinander haben und dass auch für jeden der beiden innerlich eine Reise ist, diese Geschichte zu... ja, sie entwickeln sich auf jeden Fall weiter im Laufe der Handlung. Daniel sieht im Laufe der Geschichte ein, dass er was tun muss, dass er so nicht weiterleben kann. Und Marie schafft es, ihm zu versichern, dass es nichts anderes also für sie gibt, dass es keine Alternative gibt, dass sie durchaus mit diesem Mann weiter verheiratet bleiben möchte. Es ist wirklich eine richtig, richtig spannende Geschichte von vorne bis hinten. Die hat mich absolut gepackt und fasziniert. Dafür, dass ich eine Leseflaute hatte und ewig keinen Thriller gelesen habe, habe ich den wirklich relativ schnell durchgelesen. Irgendwie innerhalb von 4-5 Tagen neben der Arbeit. Ich habe im Moment leider nicht so viel Zeit. Aber für mich war das schon sehr, sehr viel. Das Cover hier hat einen Bezug zur Geschichte natürlich. Das finde ich sehr, sehr toll. Das hat ja nicht jedes Buch. Aber hier ist es so. Und dieser Schriftzug an der Wand mit dem Blut, das findet ihr in der Geschichte wieder. Und was es alles damit auf sich hat, was es mit dem Leiden auf sich hat, das müsst ihr natürlich selber lesen. Ihr müsst selber rausfinden, wer ist das Mordopfer, warum wurde sie ermordet, was hat Ben damit zu tun, warum lässt sich Marie damit reinziehen. Und Daniel ermittelt auch noch heimlich, er darf natürlich nicht mehr so viel, er darf eigentlich gar nicht mehr an die Computer ran, aber seine Kollegen, seine Ex-Kollegen helfen ihm natürlich. Und das ist wirklich spannend, das ist so ein Zusammenspiel aus so vielen verschiedenen Dingen in diesem Buch. Das ist genau das, was ich mag, man hat da einfach alles drin. Es ist ein Buch durchaus für Männer und für Frauen, nur weil es ein Ehepaar ist und es dadurch auch um Liebe geht, was wirklich nur am Rande sozusagen eine Rolle spielt, weil es eher eine gefestigte Beziehung ist. Es ist nichts Romantisches in dem Sinn, sondern es geht um wirklich eine tiefe Liebe und eine gefestigte Beziehung, die in einer Krise steckt, muss man einfach mal so sagen. Und wer sowas mag in einem Thriller, neben diesem ganzen Mord- und Totschlag-Ding, der ist hier auf jeden Fall gut beraten. Das Gute ist, dass ich so lange gewartet habe, dass jetzt der zweite Teil, Nummer 13 heißt der, rausgekommen ist. Das Cover sieht auch wieder richtig genial aus, total anziehend. Und das war auch mit so ein bisschen der Auslöser, dass ich es endlich gelesen habe. Und ich werde mir den auf jeden Fall besorgen, schnellstens. Leider hatten sie den bisher nirgendwo. Also entweder muss ich ihn mir bestellen. Ja, muss ich mal sehen. Auf jeden Fall kann ich euch das Buch uneingeschränkt empfehlen. Ich fand es richtig, richtig toll. Es gibt nichts daran auszusetzen und ich bin begeistert. Das heißt, es ist für mich ein 5-Sterne-Buch und das kriegt ein Buch von mir selten. Da ich keinen Monatsrückblick machen werde, denke ich, diesen Monat, also für April, sage ich euch das einfach hier im Video, also 5 Sterne auf jeden Fall, also 4,5 bis 5, ist immer noch eine Steigerung nach oben möglich, aber es hat mich absolut überzeugt und ich werde definitiv mehr Bücher von der Autorin lesen. Sie hat einen tollen Schreibstil, es liest sich weg, die Charaktere sind super entwickelt und entworfen sozusagen. Es steckt sehr viel dahinter und das gefällt mir. Das fordert mich auch ein bisschen beim Lesen. Es ist nicht einfach nur irgendwie eine platte Geschichte, sondern wirklich richtig, richtig toll. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen auf das Buch. Ich möchte, dass ihr das alle lest, wenn ihr Thriller mögt und das Buch noch nicht kennt. Und mir eure Meinung in die Kommentare schreibt. Wenn ihr es schon gelesen habt, was die meisten von euch haben, denn das Buch gibt es ja schon seit einem Jahr, dann schreibt mir das bitte auch. Und vielleicht auch, ob ihr den zweiten Teil schon gelesen habt und wie ihr den findet. Ich will den ja spätestens nach der Love-Letter-Convention möchte ich ihn lesen, weil ich bis dahin jetzt noch viele Bücher von anderen Autoren zu lesen habe. Mal gucken. Aber ich habe es mir fest vorgenommen und ich werde diesmal nicht so lange warten, ganz versprochen. Und liebe Sandra, /Laura, wenn du das Video siehst, liebe Grüße an dich. Wir sehen uns auf der Love-Letter-Convention. Und euch sehe ich immer im nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.